Wollte ich nicht langsam mal bei Joe klopfen, ob er nicht Lust hat, mit uns zu frühstücken? Lieber nicht. Der muss. Ich weiß, aber er hat uns auch ausdrücklich am Wochenende klar gemacht, dass er seine Ruhe haben will. Und der labert sowieso die ganze Zeit nur dieselbe Scheiße. Der macht sich die ganze Zeit Vorwürfe, dass er hat David ziehen lassen. Wer bescheuert ist, Mann. Was kann er dafür, wenn David so ein Idiot ist und mit 190.000 Euro den verarscht und das Land verlassen will? Also, er soll doch mal aufhören, sich ständig irgendwelche Vorwürfe zu machen. Wem sagst du das? Vielleicht müssen wir ihn irgendwie wieder aufbauen, keine Ahnung. Wieder. Aber was passiert denn jetzt eigentlich mit dem Bodyburn? Nix. Naja, nach all dem, was da war. Also ich denke mal, dass so bleiben wird, das ist ja Joes Arbeit. Paula hat geschrieben, ich komme später nach Hause. Aber glaubst du mir, ich weiß noch nicht mal, wie ihre neue Nase aussieht. Ich weiß nichts. Toll. Ich bin geheimnisvoll, ne? Hat sich sowieso kaum gemeldet. Hey! Hey! Na? Komm rüber frühstücken, du kannst meinen Obstsalat essen. Was hast du denn vor? Ich will arbeiten gehen ins Bodybuilding. Ich hatte das Wochenende genug Zeit, meine Runden zu lächeln. Und es muss ja weitergehen. Okay, aber die Leute würden auch verstehen, wenn du dir noch ein bisschen frei nimmst, weil so doofe Scheiße passiert ist in der letzten Zeit. Ja. Ich erstmal mit der Bank telefonieren, ob ich aus dem Kreditvertrag rauskomme, den David mir eingebrockt hat. Und dass ich das Geld wenigstens zurückkriege. Meinst du nicht, dass es gerade ein bisschen fehl ist für dich? Weitermachen und nach vorne gucken. Das kriegen wir schon hin. Natürlich kann ich nicht einfach vergessen, was David gemacht hat. Aber was soll ich denn machen? Den Kopf in den Sand stecken? Ich muss doch irgendwie funktionieren. Mann, ich hab einen Laden. Und egal, was für Scheiße da ist, ich werde mich durchfressen. Das habe ich schon immer gemacht. Every end is a new beginning. What keeps this planet spinning? Stupid is stupendously clever. To lead is a question of lever. Also Herr Ries, laut Ihren Bankregeln wird ausgesagt, dass bei einer Auszahlung bzw. Unterschrift bei so einer großen Kreditsumme beide Geschäftsinhaber anwesend sein müssen. Und da ich das nicht war, ist der Vertrag doch null und nichtig. Ich lege Widerspruch ein. Herr Möller. Ich kann Ihnen nur sagen, dass meine Mitarbeiterin Frau Schieber ganz klar ausgesagt hat, dass Sie bei der Unterzeichnung des Vertrages dabei waren. Ja, dann lügt Ihre Mitarbeiterin. Ich war definitiv nicht dabei. Dann möchte Ihre Angestellte irgendwas vertuschen oder verstecken. Ich vertraue meiner Mitarbeiterin. Verstehen Sie? Und ich habe das Gefühl, dass Sie etwas vertuschen wollen. Dass Sie eventuell noch mehr Geld hier sich erschleichen wollen. Der Kredit muss abgezahlt werden, so oder so. Und da Herr Niefer unabkömmlich ist, müssen Sie... Ja, das weiß ich selber, aber... Mann, der hat sich das alles erschlichen. Und woher soll ich bitte schön das Geld nehmen? Ja, das weiß ich doch auch nicht. Tatsache ist nur, dass mein Arbeitgeber das Geld in den vereinbarten Raten zurückbekommt. So oder so. Ja, wenn es so nicht geht, dann muss ich rechtliche Schritte einleiten. Dann werde ich meinen Anwalt übergeben. Herr Möller, das ist Ihnen ganz freigestellt, wie Sie machen. Aber ich kann Ihnen nur sagen, unsere Bank, die schreckt vor keinem Rechtsstreit zurück. Ja, danke schön. Scheiße hier. Und? Ja, die Angestellte sagt, ich war bei der Unterschrift da. Also ist das alles regulär und ich muss den Vertrag zurückzahlen. Aber das ist doch eine Lüge, Joe. Ja. Und damit werden die auch nicht durchkommen. Du sollst dir langsam echt einen Anwalt nehmen, Mann. Du musst dich schützen. Ich gehe jetzt erstmal ins Bodyburn arbeiten, weil wenn das noch geschlossen bleibt, dann bin ich pleite. Tschüss. Ciao. Ja, jedenfalls hat mich mein Geschäftspartner, der hat mich betrogen. Der hat der Bank den Kreditvertrag untergejubelt mit meiner Unterschrift. Und ich habe die Unterschrift gar nicht geleistet oder ich habe davon nicht gewusst. Also hat er sich erstunken und erlogen. Und jetzt sagt aber die Angestellte, die das von der Bank, die sagt, ich war dabei. Ich habe die Unterschrift geleistet. Das stimmt aber nicht. Sie hat gelogen. Also das ist hier gar nicht Ihre Unterschrift, darunter. Also doch. Die Unterschrift ist es, aber die ist es schon, aber der hat mir den Vertrag irgendwie untergejubelt. Die lügt einfach, diese Mitarbeiterin. Wie können die denn bitte damit durchkommen? Ich verstehe das nicht. Wie kann man so assi sein? Ich verstehe nicht, wie David damit durchkommt. David ist eigentlich das ganze Schwein in der Geschichte. Nicht die Mitarbeiterin. Die wurde wahrscheinlich genötigt oder keine Ahnung was.
Aber am Ende steht eh Aussage gegen Aussage, aber... Waren Sie denn zum angeblichen Zeitpunkt der Unterschrift überhaupt da? Oder bei der Bank? Oder nee. Soll das gewesen sein? Oder? Nee, war ich eben dich. Haben Sie da Zeugen für oder kann irgendjemand das belegen? Ich war wahrscheinlich zu Hause in der Wohnung, aber da war niemand da. Nee. Manalina, ich verstehe nicht, wie man sich so in einen Menschen täuschen kann. Die ist da wahrscheinlich gerade irgendwo auf Kuba, in der Sonne, am Cocktail schläfen, während Joe hier vor dem ganzen Trümmerhaufen steht. Niemand interessiert das wahrscheinlich nicht mal. Warum kommst du auf Kuba? Joe hat im Spind von ihm ein Flugticket gefunden. Hat mir Peggy erzählt und die jetzt von Katze. Aber ist ja auch egal. Es geht einfach darum, dass der Typ das wahrscheinlich alles so perfide geplant hat, ne? Das ist so ein Wichser. Entschuldigung, aber ich muss echt mal sagen. Wenn niemand da war, hilft uns das natürlich nicht weiter. Wir müssten ja eben die Zeugenaussage entkräften können. Das wird uns jetzt so nicht gelingen. Weil die Bank wird es versuchen, den Prozess sozusagen darauf ankommen zu lassen. Ja. Und im Prozess steht dann erstmal die Aussage der Bankmitarbeiterin, dass sie diese Unterschrift sozusagen in ihrem Beisein geleistet haben. Wir müssten das dann entkräften. Und wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir nichts in der Hand. Aber es kann doch nicht sein, dass ich die 150.000 zurückzahlen muss. Und der kommt einfach so davon. Und Joe tut mir so leid, weißt du? Weil der hat alles für den gemacht. Und der ist jetzt hier. Er steht jetzt hier in der Scheiße, ja? Er muss es jetzt alles irgendwie ausbügeln. Ich weiß. Aber ich finde es tapfer, wie er das alles hingerichtet und wie er das bewundert. Und es bringt jetzt auch nichts, sich aufzuregen. Wir müssen jetzt alle einfach zusammenhalten. Ja, ich schlage vor, wir machen einen Termin aus und dann sichten wir mal die Unterlagen. Da weiß man meistens mehr danach. Ja, okay, alles klar. Ach, Scheiße, ey. Hey, wie schlimm ist es denn? Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Also den Laden verkaufen? Hast du gerade zugehört, was? Ja. Naja, rosig sieht's nicht aus, aber eins kann ich euch schon versprechen, ihr müsst euren Job nicht verlieren. Also, ich krieg das schon hin. Und dass Joe das so gut wegsteckt, glaube ich gar nicht, Schatz. Ohne Scheiß. Joe war Freitagabend so fertig. Das letzte Mal habe ich ihn so fertig gesehen bei seiner Gerichtsverhandlung. Und auch wenn Joe immer so kämpferisch tut, ich glaube schon, dass es... Keine Ahnung, ich habe einfach Angst, dass er den Schlag diesmal nicht verkraftet und dass er irgendwas da ihn nicht richtig mitnimmt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall alle füreinander da sein. Sowieso, Family First, komm. Wir bringen zusammen Müll weg. So, ich mach Feierabend. Wollen wir noch ein Bier trinken gehen irgendwo? Ich glaube, das kannst du ganz gut gebrauchen, oder? Mir ist nicht danach. Ja, dann kommst du wenigstens mal auf andere Gedanken. Ich habe auch noch zu tun. Na ja, gut. Mach nicht mehr so lange, ne? Schönen Feierabend. Danke, dir auch. Aber wenn Sie Ihren Namen und Ihre Nummer hinterlassen, melden wir uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück. Ihr Bodybuilding-Team.
of you I felt before. But you just keep moving towards me. What do I do? What do I say? Can you kindly just refrain? What's in for me? Why hide the truth? I feel nothing for you. I feel nothing for you. Ach du Scheiße. Aina, was willst du denn hier? Geh nach Hause. Doch. Du musst jetzt nicht mehr kämpfen, okay? Für meinen Papa Joe doch immer. Ah, Papa Joe. Da bin ich immer der Wohltäter für alle. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das sein will. Weißt du? Was willst du damit sagen? Ach, dass ich es leid bin, allen zu helfen und für alle da zu sein. Der Papa halt. Und dann im Endeffekt kriege ich immer wieder auf die Fresse dafür. Ich war mit Jenny zum Beispiel und das beste Beispiel habe ich hier vor Augen, das Bodyburn. Ich wollte damals einfach nur eine coole Bikerwerkstatt. Das war mein Traum, ja. Und was mache ich? Ich stecke wieder zurück und mache hier ein Fitnessstudio mit David zusammen. Nicht, dass ich nur finanziell was am Knie habe, sondern auch seelisch. Die ganze Zeit, wenn ich da drin bin, denke ich an David und ja, dass er für mich eigentlich immer mein Sohn war. Ich muss aufhören damit. Ich muss ein bisschen an mich denken. Ich mache mich seelisch kaputt. Das macht mich fertig. Ich habe schon überlegt, ob ich hier einfach alles verkaufe, meine Schulden loswerde und was Neues anfange. Warum eigentlich nicht? Was hält dich davon ab? Dass ich wieder Verantwortung für Leute habe und die wollte ich nicht einfach hängen lassen und dann ist mir das Bodybuilding auch irgendwo ans Herz gewachsen und hat mir Spaß gemacht. Aber ich muss trotzdem mal. Du musst einen Weg finden. Über die ganze Situation im Bodybuilding nachdenken, ja. Prost.